Ja, Happy Birthday Uwe Seeler, der Fußballspieler aus Hamburg, der Hamburger Jung. Uwe Seeler hat heute seinen 75. Geburtstag und das möchte ich gerne herausheben. Ich habe hier ein Foto mit dem ganz jungen 19-jährigen Nationalspieler Uwe Seeler. In der Mitte der drei Spieler sieht man den von mir sehr verehrten, damals sehr verehrten Helmut Rahn. Und auf der linken Seite, also hier auf der Seite, das ist der berühmte Fritz Walter. Uwe Seeler war da der Jüngste. Uwe Seeler, Hamburger, man nannte ihn auch uns Uwe. Oder er wurde zeitweilig auch gerufen, der Dicke. Uwe Seeler ist eine Sondererscheinung im Fußballsport gewesen. Und zwar wirklich als Fußballgenie, das, was er konnte. Ein ganz spezieller Typ, also nicht richtig klein für die damaligen Fußballer, aber auch kein Riese, eher ein rundlicher als ein dünner, ein ganz gewandter, sehr dynamischer und dann ungewöhnlich Kopfball- und sprungstark. Und er hatte ein besonderes Verhältnis zur Dreidimensionalität. Ja, der konnte also Räume und Bewegungsabläufe abschätzen. Dazu kam ein ganz, ganz seltener Charakter als fairer, total kämpfender Spieler, der sich ganz eingesetzt hat. Und der war glücklich, wenn richtig gekämpft wurde und so. Und er hat brillante Sachen gemacht. Uwe Seeler, sensationell. Zu der Zeit damals, das ist noch vor der Bundesliga gewesen, als man in vier Oberligen in Deutschland spielte und dann am Ende des Jahres immer überkreuzt nochmal eine ausspielte, die deutsche Meisterschaft und dann die Finalpartner. Das war dann damals zum Beispiel HSV spielte im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den ersten FC Köln. In Köln in Weiß, weiß ich noch, damals spielte dann auch der Essener Helmut Rahn. Ich war Helmut Rahn-Fan, Uwe Seeler-Fan war ich eigentlich nie. Aber es ist einfach so, dass dieser Uwe Seeler eine ganz besondere Erscheinung war. Und er ist es auch geblieben. Es wird heute auch immer erinnert daran, dass er damals als einer der ersten, also neben Albert Brülls und diejenigen, die dann wirklich nach Italien gingen, Riesenangebote bekamen, als Profispieler nach Italien zu gehen. Er hatte ein großes Angebot nach Inter Mailand. Uwe Seeler war sozusagen vereinstreu. Der kam noch aus der semiprofessionellen Zeit, wo jeder Spieler auch einem Erwerbsberuf nachging. Und Uwe Seeler war einer der bestbezahltesten deutschen Spieler. Und der hat nicht Reichtümer erworben als Fußballspieler, aber er hat damals gesagt, er war sehr glücklich mit seinem Fußballspiel, ihm hat das gefallen. Uwe Seeler in Hamburg, heute 75 Jahre alt. Alle von seinen Genossen, die noch da sind, die werden ihm zum Geburtstag gratulieren, da bin ich ganz sicher. Er ist ja auch deutscher Ehrenspielführer und so. Und hier haben wir ein gutes Beispiel für einen hervorragenden Spieler, der auch als Staatsbürger, als Mensch wirklich Vorbild gewesen ist. Der ist nicht Professor oder irgendwas Studiertes, also sozusagen ein down-to-earth normaler Mensch, der mit einem Berufsleben als Vertreter bei Adidas für Sportklamotten sein Leben lang als Vertreter über Land gefahren ist mit dem Auto und hat so Generalvertretungen gemacht und alles Mögliche. Ein ganz normaler, fleißiger, tüchtiger Mensch, der nie ein großes Maul hatte, der nie irgendwie mehr gesagt, also sagen wir mal so wie zum Beispiel Beckenbauer, der immer vortäuscht, als sei er unwahrscheinlich klug und lässt dabei also wirklich die eine oder andere böse Sache raus, derer er sich in seiner folkloristischen Einfachheit gar nicht bewusst ist. Das macht Uwe Seeler nicht, da kann man davon ausgehen, dass er immer versucht, das, was er sagt, auch vorher irgendwie selbst verstanden zu haben. Und also Uwe Seeler ist ein Sportler und Vorbild der Art, wie ich meine, dass wir überhaupt in unserer Zeit heute zu wenig Vorbilder haben und auch zu wenig auf diese Art von Vorbildlichkeit Achtung geben, sondern vielmehr in der schnöden Art von Ulrich Wickert sagen, der Ehrliche ist der Dumme. Hier haben wir genau das Beispiel, der Ehrliche ist nämlich der Ehrliche und der Wickert ist der Dumme. Und ich möchte also Uwe Seeler ehren und alles Gute wünschen. Und der hat also jetzt nochmal kurz gesagt, er hat seinen schweren Verkehrsunfall im Elbtunnel letztes Jahr einigermaßen gesundheitlich überstanden. Immerhin mit 74 Jahren ist ihm von hinten mit 200 Stundenkilometer ungefähr einer draufgefahren.
Das ist im Grunde genommen kaum zu überleben. Da hat er sozusagen Glück im Unglück gehabt. Uwe Seeler, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und Fußball von der guten Seite betrachtet. Schönen Dank für den Aufruf hier.